So, hallo Leute, time to frack, time for Hellsplit. Bevor ich damit einsteige, zwei, drei Sätze, weil es eine Nachfrage gab, und zwar zwei, drei Sätze zu dem auf dem Desktop verlinkten Kühlerpärchen, was ihr, ich komme mal an die Webcam, was ihr hier vorne bei der Index integrieren könnt. Das Ding kühlt, ja, die Front, Außenplatte sozusagen, der Index, für die Sommermonate eine ziemlich coole Sache, weil es funktioniert auf der einen Seite sehr leise. Die Lüfter, die hier verbaut sind, sind wirklich qualitativ hochwertig und ja, es funktioniert. Weil im Sommer hat man schon manchmal das Problem, dass es unter dem Headset recht warm werden kann und die Dinger helfen, dass das eben nicht so schnell passiert. So, eine zweite Sache. Ich habe einen Hinweis bekommen, wo ich von Hellsplit schwärmte in Sachen Optik, dass mein letztes, aber auch andere Videos qualitativ eher so mittelmäßig sind. Und nach ein bisschen Rumprobieren habe ich festgestellt, dass ich tatsächlich auf Ultra HD rendern muss und hochladen muss, damit die Qualität auf YouTube in HD okay ist. Vor allen Dingen bei schnellen Bewegungen hat man, ja, ohne dass ich auf Ultra HD render, tatsächlich Artefaktbildungen bzw. Unschärfen. Aber in so zwei, drei Tests, die ich gemacht habe, scheint es echt einen Unterschied zu machen, in was für einer Qualität ich die Videos hochlade. Gut. Darum zeige ich euch heute nochmal Hellsplit, weil es einfach optisch sehr, sehr schön ist. Ich befinde mich in der Kampagne im Hardcore-Modus. Das bedeutet, stirbt man hier, war es das? Dann kommt man auch nicht wieder. Es sei denn, dum-di-dum-di-dum, wie viel Kohle habe ich? Man shoppt sich so ein Phoenix-Ding. Das kann ich einmal benutzen. Muss ich natürlich dabei haben. Ich würde das jetzt noch nicht kaufen in dieser Runde. Eher beim Endgegner, glaube ich, weil der ganz schön knifflig ist. Ich befinde mich in den Kavernen in Runde 20 und das ist noch Kill All Gegner. Dann will ich mal starten, ne? Hier haben wir behelmte Skelette. Die sind insofern scheiße, als dass man sie nicht okay. Ach, das ist das Level. Ha! Das mache ich doch dann lieber ein bisschen easy.
Oh, da. Weg ist er. Ein Behälter. Zum Pieksen. Oder zum Reinlaufen. Gut. Oh. Da hängt was in der Luft. Sau! Ich bin verletzt. Schon zweimal getroffen. Nicht so gut. Ah, Double Kill. Okay. Das war ein bisschen hektisch eben gerade. Okay. Puh. Nächster. Oh, das war's für ihn. Zack. Der klassische Gesichtspiekser. Gleich gestorben, schade. Ich wollte ihn eigentlich nur die Beine abpacken, damit er ein bisschen rumsickt. Gut. Oh, Trophy unlocked. Yes. Ich bin gespannt, was ich da für eine Trophäe bekommen habe. Erstmal ein kurzer Blick auf... Kill the Boss. Kill the Boss, Kill the Boss. Die ist neu. Trophy for Sly and Shifty. A tricky fighter, user environment. Okay, ja, stimmt. Habe ich dieses Mal fleißig eingesetzt. Gut. Das werde ich jetzt nicht angehen. Kill the Boss, das ist so ein richtig fetter Sack, der doch durchaus knifflig zu besiegen ist. Das beim nächsten Mal. Leute, gebt mir gerne Feedback, wie gut die Qualität dieses Videos diesmal ist. Ich glaube, spürbar besser. Und ja, genießt, wenn dem so ist, diese brillante Grafik, die natürlich viel, viel besser rüberkommt in der VR und ja, die man einfach in der VR erleben muss. Also Hellsplit ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Eines der besten Spiele in der VR, finde ich. Neben Vox, neben Alyx. Und ja, in diesem Sinne, wo ist eigentlich mein Monitor? Da hinten. Haut rein. Für einen Daumen nach oben würde ich mich freuen. Für ein Abo sowieso. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.